Leute, du wirst wohl kaum glauben, was heute für ein Tag ist. Heute ist nämlich Sonntag, a.k.a. Montag in Israel. Weil für die Leute, die immer ihren Kalender sich wundern, dass Sonntag oder Montag der erste Tag ist, Israel gehört zu den Ländern, wo Sonntag der erste Tag der Woche ist. Super weird. Und was mir gerade so bewusst wird, ist, dass wir eigentlich nie das richtige Tel Aviv erlebt haben, weil wir tatsächlich die ganze Woche zu Ostern hier waren und da war halt Passover und Pesach und Feiertag und die ganzen Läden hatten alle zu. Und es war auch viel, viel mehr los in den Straßen jetzt heute, Sonntag, aka Montag. Die ganzen Food-Dinge wieder auf, die wir vorher bloß auf dem Markt irgendwo gesehen haben. Und es ist viel weniger an Leuten in den Cafés. Es ist wirklich ein komplett anderes Tel Aviv. Geil, ey. Ah, oh, sowas gab es tatsächlich echt nur in dem Markt. Ja, I'm excited. Leider aber der letzte Tag. Das altbekannte Gefühl wieder, dass jetzt alles schon so vertraut ist und du sagst, ach ja, ist halt einfach so, wie es ist. Es gibt irgendwie gar nicht mehr so den Grund, alles festzuhalten. Deswegen sind die ersten 3 Tage oder so, wo alles neu ist, sehr, sehr wichtig, da irgendwie so ein bisschen drauf zu halten. Und jetzt sagst du, ja, ist abgefuckt, aber that's our hood. Und ich glaube, auch hier wird es langsam die Gentrifizierung durchziehen. Also hier, das Schöne, ich nenne es mal alte, abgefuckte Tel Aviv. Und hier dann diesen riesen krassen Neubau. Wenn dann der eine Nachbar zum anderen sagt, ey, können Sie mal mit Ihren Pflanzen verschneiden? Ich kann ja gar nichts mehr sehen. Ob jeder das vom Baum auf der Ecke stellt, das finde ich ziemlich geil. Ein Vergleich zu Los Angeles zeigt sich, wie gesagt, immer wieder, Los Angeles haben sich einfach getauft. Ich muss sagen, so Beachlife und am Strand, das ist jedes Mal so, so geil, dass ich wirklich super geil entspannen kann. Und was mir wieder zeigt, scheiße, irgendwann muss ich tatsächlich am Meer leben. Das ist einfach so beruhigend. Ich weiß nicht, ob es an den Wellen liegt oder an irgendwelchen anderen Dingern, aber es ist einfach nur super geil. Ansonsten ging die Woche jetzt relativ zackig vorbei. Ich weiß gar nicht, ja, mir kam es tatsächlich mehr wie 2 Wochen vor. Oder 3 oder was auch immer, anstatt 7 Tage. Und das liegt, keine Ahnung, nicht zuletzt daran, dass wir so viel irgendwie gemacht und gesehen haben. Und da wärst du wieder bei dem Ding, life is measuring experience. Also wenn du so viele Erfahrungen, irgendwie neue Eindrücke hast, dann wirkt das viel, viel mehr, als wenn du meinetwegen eine ganze Woche vom Rechner irgendwie sitzt und irgendwelche deiner Routine nachgehst. Ja, ansonsten, wir waren dann uns jetzt wieder auf zum Flughafen begeben, den Mietwagen zurückgeben und dann hoffentlich sicher durch die Security kommen. Eine weitere Sache, die ich am Reisen so mag, und da hat mich Sandra gerade nochmal drauf gebracht, ist, dass du tatsächlich im Jetzt und Hier bist. Also du denkst halt nicht an die Vergangenheit, du denkst auch nicht an die Zukunft. Als ich gerade gesagt habe, oh, morgen wieder arbeiten, und ich dachte mir, oh, fuck, ey, ich muss ja auch noch Buchhaltung, zack, 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 zack. Da fallen dir 1000 Dinge ein, die du noch machen musst, die mir aber die ganze Woche über komplett egal waren oder noch nicht mal im Kopf ein Gedanke war. Das ist sehr, sehr angenehm und macht man tatsächlich zu selten. Man lebt ja tatsächlich mehr in den ganzen, ich muss noch das machen und das und das und das und das, aber nie im Jetzt. Was man hier noch schön sieht, wir haben dieses Reifensymbol bekommen. So irgendwo an der Westbank, und wir hatten eigentlich schon alles schön vollgepackt auf 2,5, aber jetzt habe ich gesehen,
Der Kollege liegt doch ein bisschen flach hier hinten. Der hat einen richtig also. Oha, ey. Das gibt Mecker. Das Schöne ist, sie haben einfach so ein Reifendrucksystem. Okay, jetzt komm schon hier. Jetzt passiert was. Also wirklich ein gutes Stück reingerammt, so eine kleine Hülse. Mal gucken, also in der deutschen Versicherung habe ich noch hier Reifenschaden mit hinzugefügt, wo ich mir erst dachte, ach, brauchst du sowieso nicht. Mal gucken, was das vielleicht noch ein Spaß wird, also dass wir es vorbezahlen müssen und dann irgendwie zurückholen oder so. Naja, mal sehen. Which one is it? Near to Jerusalem. Plus Namal? Probably then. Charge the credit card? Yes. In shekel or dollar? In dollar, please. Like 20. 21.84. It's okay. And do you have that? There is no damage on the car and stuff like this? This is everything. Okay. It's perfect. Very cool. Thank you very much. Maut haben wir jetzt noch bezahlt, dass sie überall die ganzen Autobahnen scannen und er sieht sofort die Straftaten oder wo ich halt die Maut nicht bezahlt habe und hat er sofort 80 Shekel, 21 Dollar Maut, ist eigentlich schon hab ich. Achso, jetzt kommt das Shuttle gerade. Ja, dann passen wir in der Schweiz. Okay. Okay. Ja, dann nehmen wir das nächste. Ist ganz okay, dafür haben sie den Reifen halt nicht gesehen, hat gesagt, alles perfekt, ich nehme ihn beim Wort. Ich bin der Einzige, der beim Fistbump sogar noch was zurückbekommt. Ansonsten, man sagt, beim normalen Flug bist du ja 2 Stunden vorher. Und hier soll man schon 3 Stunden vorher da sein. Einfach wegen der ganzen Security-Macherei. Ich hoffe, das geht von dem Ton, weil ich höre das Ding drüben. Eieieiei. Außerdem macht der Check-in 1 Stunde früher. Echt? Eine ganze Stunde? Ja. Oh, dann muss man echt. Normal eine halbe. Also wir sollten Platz haben, unser Flug geht 18 Uhr, wir haben es jetzt 14 Uhr, 4 Stunden wären wir jetzt da, sollte passen. Also zum Laufen wär's doch zu weit gewesen, 7 Kilometer, du bist zum Terminal 3. Ein witziger Funfact, es gibt nur Terminal 1 und Terminal 3, die 2 haben sie einfach vergessen, weil es größer klingt. So, dann gucken wir noch mal kurz, wie viel der Junge wiegt hier. 91 Kilo minus 8 Kilo, siehst du? Minus nochmal 3 Kilo die Kamera, dann passt das. Unser Gate war dann G24, das doofe ist, das hat man nirgendwo gefunden. Also G24, das muss einem auch einer mal sagen, ist unten und nicht hier oben irgendwo. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal nach unten fahren. Ach so, ja. Wären wir doch mal nach unten gefahren. Hätten wir so was Schönes gesehen. Also das Schwierigste ist jetzt gerade schon das Check-in-Gate zu finden. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Hier ist aber bloß die Ankunft eigentlich, würde ich jetzt sagen. Es wird schon super weird. Hier steht natürlich, wir müssen zur G24, hier ist G1 bis G19. Turkish Airlines. Hä? Und oben gibt es halt die 100 bis 110. Ich glaube, wir müssen einfach jemanden fragen hier. Okay, also wie es aussieht. Ach, hier steht schon G dran. Ah, jetzt versteht. Hier ist ein großes G. Aber erstmal oben zu wissen, dass sie so viele Gates haben, ich habe mich schon gewundert. Aber da stand auch wirklich. Die hier oben haben, das ist das Problem. Oben haben gar keine Nummer. Da steht einfach nur 20, 24. Aber ohne einen Buchstaben davor. Es ist im Endeffekt ein umgebautes Zelt hier. Aber ihr riecht zu gut. Ja, ich glaube, sie würden auch auf dasselbe Ding hier, oder?
Aber steht auch kein G wieder oben dran. Also das ist schon mal ein Riesendesaster. Ich denke, Leute, da steht auch nur 24 dran, du weißt nicht, dass es G ist. Also wir werden sicherlich die Einzigen sein, die sich jetzt doof vorkommen und sich umgucken. Ansonsten öffne ich den Counter laut Aussage. Ich hoffe, du hörst es durch das ganze Gebläse hier. 3 Stunden vor Abflug. In unserem Fall also 15.25 Uhr. Jetzt gerade schon schön vom Counter eigentlich da. Dann haben sie gesagt, hier, nee, dreht doch mal um, müsst noch mal durch den Security-Check mit dem ganzen Line. Wir dachten, oh nee, es gibt's doch nicht. Später hat sich dann rausgestellt, dass es komplett die, wie soll man sagen, der eigene Check, diese Befragung ist. Und im Endeffekt haben sie bloß gefragt, wann war ich in Ägypten? Wisst ihr ja besser als ich. Wann war ich in Türkei? Wisst ihr auch besser als ich. Und ob ich irgendwelche Präsente mitgenommen habe für irgendwelche anderen Leute oder so. Und ob ich mein Gepäck alleine gepackt habe. Also das ist eigentlich alles safe. Hingegen, ich war super clean, aber bei der Sandra haben sie nochmal nachgefragt. Und wie war das? Very good. Ja, was wollten die wissen? Die haben mir Fragen über meine Mutter gestellt. Und? Ob du Kühlschrankmagneten dabei hast? Ob ich Kühlschrankmagneten dabei habe, ja. Sonst nix? Also er hat gefragt, warum ich in Bahrain war. Ach so. Also man muss sagen, die sind super schnell. Also er nimmt deinen Reisepass, blättert da so durch, wie so ein Cartoon, wie so ein, wie nennt sich das hier, Daumenkino. Und scannt dann, glaube ich, so schnell die Visas und weiß, okay, das und das. Er hat mich dann gefragt, ja, wann warst du da? Und crazy, ja, und stellt daraufhin im Endeffekt diese Fragen. Aber also für das Skill, wie schnell der da durch ist, die Visas erkennt und dann Fragen kennt, richtig gut. So, jetzt haben wir auch endlich unsere Check-in-Plätze am Notausgang. Beinfreiheit, weil die Sandra nicht schwanger ist. Ja, jetzt müssen wir trotzdem noch durch die normale Security. Gucken, ob das auch ein bisschen verschärft wird. Ansonsten, das Problem, was ich bloß mit Notausgang habe, ich kann die Kamera nicht in der Hand halten und du darfst keine Sachen unten haben. Gucken, wie wir das vielleicht noch handeln können. Aber wir gehen erstmal das ganze Security-Ding durch hier. 2000 years later. Also wirklich, sind wir gerade durch den Security-Check durch und ich muss sagen, das ist ein kompletter Schwachsinn, ey. Also sie sagen hier, du musst 3 Stunden vorher da sein, als weil die nochmal einen Test haben. Und es ist nicht einfach nur 3 Stunden, klar, die sind gründlich. Okay, warte, wir müssen noch durch die Passportkontrolle. Also eins nach dem anderen. Jetzt haben wir gerade nochmal durch die Passportkontrolle, da legst du deinen Pass im Endeffekt drauf, kriegst du nochmal so ein kleines, wie das blaue Kärtchen, bloß in rosa. Ein Grenzüberschreitungsticket. Aber zu dem ganzen Security-Check, ja, ich kenne es ja mittlerweile aus Deutschland, wo die diesen ganzen Bombencheck machen, wo die halt mit so einem Tuch rübergehen, das geht in die Maschine rein. Alles schön und gut. Hier machen es halt nur noch akribischer, jedes Teil, jeder Laptop und hin und her. Das ist einfach mega lange da und du denkst, okay. Pff. Was mich aber richtig, richtig annervt ist, ich habe ja für einen Leatherman solche Bits mir geholt. Kosten, glaube ich, 30, 40 Euro. Ist halt mega geil am Set, dass du einfach mal verschiedene Aufsätze haben kannst, für Torx, für dies und das. Nehme ich so oft und eins habe ich direkt am Leatherman und diese zweite Reihe habe ich halt im Rucksack, wenn ich es brauche. Und das Problem ist, die haben das jetzt gesehen, alles andere war kein Problem, aber diese Bit-Aufsätze considern die ein Work-Tool, also ein Werkzeug, wirklich nur die Bit-Aufsätze, da ist nichts dazu, du kannst mit denen nichts anfangen. Aber die Bit-Aufsätze sind für die ein Werkzeug und das geht dann somit nicht. Wo ich mir denke, are you fucking kidding me? Jetzt haben sie das Zeug konfisziert und ich muss mir ein neues Bit-Set kaufen. Wo ich denke, Alter, ein Bit-Set. Also wirklich, sowas Hirnrissiges, ey. Und du könntest es wirklich schneller machen, dieses ganze Ding, wenn du es einfach effizienter machen würdest, auch mit dem Security-Check. Brauchst du auch keine 3 Stunden vorher hier. Mensch, Israel, ey. Eigentlich so schön, aber das ist wirklich. Das ist nicht mehr höchste Sicherheit, das ist einfach nur, naja. Und Bitsätze, bitteschön, soll ich damit das Flugzeug auseinandernehmen? Das ist ja immer ein Schraubenzieher. Schraubenzieher, 7 cm Länge. Gibt's ja so, Mann ey, was für Flachen. Nee. Also ich kann es echt nicht glauben, dass sie mir einfach Bits abgenommen haben. Und ich bin extra nochmal zum Supervisor, hab zu der gesagt, hier, nee, bin ich absolut nicht mehr einverstanden.
Frag nochmal deinen Supervisor. Und der hat dann noch irgendeinen gesucht, weil die alle keinen Plan hatten. Das war das Problem. Jeder war sich irgendwie ein bisschen unsicher. Und dann ging es von der zum ersten Supervisor. Der ist damit dann irgendwie rumgelaufen. Dann nochmal zu den nächsten, irgendwie Abteilungsleiter, was auch immer. Und der, hast du gesehen, der hatte halt auch keinen Plan. Und deswegen, im Zweifel ist es leider bei den Leuten immer so, im Zweifel sind die halt nicht ja, sondern im Zweifel nein. Da denke ich mir wirklich, Leute, wollt ihr mich, also, dann habe ich mit dem noch diskutiert, ey Junge, das sind doch keine, das sind Bits, das ist noch nicht mal Werkzeug. Damit kannst du ohne irgendwas anderes, kannst du da nichts anfangen. Und dann haben wir noch so ein bisschen hin und her gedruckst und dann, ja, im Endeffekt, eine komplette Nullnummer. Und da denkt man, man kann höflich rausfliegen und dann sowas. Nichts geht voran. Denkst du, darfst du nur Stopp sein? Ja, ich werde schon locker. So, jetzt steht's hier. Und wenn ihr Bock auf Israel habt, dann schaut auf jeden Fall bei Momondo vorbei. So, und wenn wir jetzt wieder aufs Boarding warten, wird es in das andere gefallen. Ich fand's gut, aber ich glaube nicht, dass ich nochmal nach Israel fliege. Und die anstrengende Vlogging-Woche? War ja für dich anstrengend und nicht für mich. Ja, hier gibt's einen Kaffeebohnen. Ja. Ja, wie gesagt, ich werde den ganzen Scheiß noch schneiden. Zu Hause kommt nochmal das über die Kosten. Auf nach Prag. Wir sind angekommen aus Tel Aviv wieder. Leichte Verzögerung, ansonsten lief alles ganz gut. Wir hatten bloß eine, wie soll man das sagen, eine Klassenfahrt aus Tel Aviv mit im Flugzeug. Dass sie sich überhaupt leisten können, nach Prag zu fliegen, wo ich denke, wow, richtig krass. Dementsprechend sind die meisten auch das erste Mal geflogen. Das war einfach super anstrengend tatsächlich, wo ich denke, ey, wäre ich damals so, fuck, abnormal. Ansonsten jetzt Baggage Claim. Und dann ab nach Dresden und dann weiter ab nach Berlin. Mal gucken, was wir schaffen hier. Jetzt haben wir es 22 Uhr. Hey. So, mit dem Parking-Ding hat super funktioniert, inklusive Shuttle. Und Subway haben jetzt 20 Euro bezahlt. Das wären 80 Shekel für 5 Cookies und 2 Subs. Wo ich sage, oh scheiße, der Reißverschluss ist kaputt. Wo ich sage, ja, kann man machen. Mix um Leid! Jetzt essen wir noch was, packen die Sachen um und dann ab nach Dresden. Mach dir das Licht an, wenn ihr so ein bisschen rumsteht. Da. Das wird ja mal richtig hell. So, na kurz nach eins in Dresden angekommen. Yippie-ki-yay. Ich fühle mich wie so ein. Hier sind Flixbus hier, ey. Kommen Sie gut in die Betten. So, über was wollte ich noch reden? Im Endeffekt, für wen ist Israel was? Für mich persönlich Tel Aviv, absolut. Meinetwegen für Schwule. Hätte ich nicht gedacht, als Partystadt. Für die Leute, die im Endeffekt ein günstigeres Kalifornien haben wollen. Für Religiöse, die Rich History haben wollen, also es gibt viel, viel mit drin, die gern lecker essen. Ach so, so ein bisschen zum Nahostkonflikt mehr oder weniger noch. Also sprich, wie ich es empfinde, wie sich meine Sichtweise jetzt auf Israel irgendwo geändert hat. Also vorher war sie tatsächlich eher ein bisschen negativer, also einfach weil Israel und Gazastreifen und die ganze Politik da. Fand ich relativ scheiße. Jetzt, wo ich mich damit noch mal ein bisschen mehr beschäftigt hatte und auch vor Ort war, sehe ich das Ganze tatsächlich ein bisschen differenzierter. Muss auch sagen, klar, die Leute, die da wohnen, sind nicht gleichzeitig die Politik, die da herrscht. Und
Ich glaube, das ist, vergisst man immer wieder, wenn es in Nachrichten heißt Israel, und dann wird das sofort verallgemeinert. Dasselbe für Türkei, USA oder im Endeffekt auch für Deutschland. Und das heißt hier ein Rechtsruck und bla bla bla. Dann heißt nicht, dass alle Leute sofort so sind. Also das ist, glaube ich, kompletter Nonsens, oder das ist eine Sichtweise, die man so nicht weiterverfolgen sollte. Ansonsten, ja, dass die Leute tatsächlich sehr, sehr offen ist, dass Israel tech-savvy ist, dass es wirklich riesig geile Strandpromenade ist, wenn du einfach nur Beachurlaub machen willst. Und so ein bisschen den Kelly-Lifestyle von Tech-Startups, von neuen Features, die es da überall gibt. Und ja, ist aber allerdings auch relativ pricey, also das sollte einem auch bewusst sein. Gut, tschüss! So, dann wäre es soweit mit den Israel-Stories. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe sehr viel gelernt. Ansonsten kommen dazu noch ein paar Zusatzvideos und ja, bis bald. Shalom. Wie ist es denn ohne Kamera zu vloggen? Ohne Kamera vlogst du nicht. Aber ohne Kamera zu reisen? Der Arm fühlt sich immer mehr an. Stimmt, der ist viel dicker als der andere. So, eine Vlogging-Arm. Sehen wir wieder an. Israel ist ein aufregendes Land. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Macht auf jeden Fall Westbanks. Da gibt es viel zu entdecken. Und lasst die Bits zu Hause. Das sind doch ein paar Affen, Mann.